Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lumberjacks Dynasty. Und ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hin muss. Da. Ja, wir gucken gerade wegen Äpfeln. Wir brauchen noch 9 Äpfel. Ihr seht es da oben rechts. 9 kleine Äpfelchen fehlen mir noch. So, hier können wir kurz mal anhalten. Weil hier vermisst jemand ein Schaf. Der Charles. Hi. 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 Irgendwelche neuen Gerüchte? Irgendwelche neuen Gerüchte? Mir fällt nichts ein. Wirklich. Gut. Brauchst du meine Hilfe? Hilfe bei irgendwas? Bitte hilf mir, mein Schaf zu finden. Es ist verschwunden. Okay, machen wir. Sicher, kein Problem. Aus welcher Richtung hören wir denn Geräusche? Da. Kann das Schaf sein, muss es aber nicht. Gern sind es auch die Störche. Die sind das auch sehr, sehr gerne. Aber manchmal hat man halt auch Glück und ist relativ zügig das Schaf. Dum, dum, dum. Kann man nebenher noch Pilze sammeln. Das ist der. Hier sind zwar Schafe, aber nicht das Schaf. Tam, tadam, tadam. Kaufe das Waldstück? Nein. Das sind zwar Pilze, Kräuter wäre mir lieber. Kräuter nehme ich natürlich mit. Ein Koternix. Nein, ich kaufe das Waldstück nicht. Aber das Kraut nehme ich mit, oder die Kräuter. Weil die brauchen wir dringend. Weil die versprechen Geld. So, da sind auch noch Geräuschquellen. Dann gehen wir denen auch mal nach. Da ist es doch. Sehr schön. Haben wir unser Schäflein gefunden? Dann ist der gute Mann auch wieder glücklich und wir kriegen wieder Treibhaussetzlinge. Ist jetzt nicht das Highlight und ja, 60 Talerchen kriegen wir, glaube ich, 60 Euros. Auch nicht das Highlight, aber einfacher Job und die Leute sind glücklich. Wir kriegen halt auch Sozialpunkte dafür, das ist natürlich nicht verkehrt. Und Äpfel brauche ich. Genau so, wie du gesagt hast. Habe ich der Lilly mal Äpfel verkauft? Da könnte ich noch hinfahren. Du hast mir wirklich mein Schäfchen gebracht. Ich danke dir. Klar, gern doch. Sven, Sascha, haben wir schon mit dir geredet? Du magst uns. Ich könnte bei der Lilly noch vorbeifahren. Die wohnt hier, da. Da müssen wir nur da auf die Straße. Gut, das machen wir gerade. Vielleicht habe ich der Äpfel verkauft. Dann würde ich die nämlich gerade wieder zurückkaufen. 9 zumindest. Die brauchen wir noch.
Und dann kann ich endlich mein neues Fahrzeug abholen. Und dann macht es auch mal Sinn, dass wir so Grundstücke kaufen, weil da können wir dann die Baumstämme gut mit transportieren. Deutlich besser als wie mit dem Trecker, den wir da haben. So, Lilly. Hallo Lilly, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Kann ich irgendwas für dich tun? Vielleicht. Ich hoffe, du fühlst dich nicht einsam. Du fühlst dich nicht einsam. Naja, manchmal schon. Aber im Moment nicht. Nett von dir, dass du mich trotzdem besuchst. So, ich würde gerne handeln. Hast du etwas, das du verkaufst? Sicher, was brauchst du? Äpfel. Ja, 9. Wir brauchen 9 Äpfel. Sie hat 9 Äpfel. Halleluja. Gut, dass wir ihr mal welche verkauft haben. Den Rest brauchen wir nicht. So, sehr schön. Wir können unser Fahrzeug abholen. Wir brauchen Koch der Küche. Da müssen wir da hoch. Also die Straße lang und dann in der Kurve irgendwo mal links. Halleluja, sehr schön. Rettende Idee mit der Lilly. Gut, dass ich da mal Äpfel verkauft habe und nicht Apfelkompott. Oder Apfelmarmelade, was wir da so herstellen. Halleluja. Absolut rettende Idee. Freue ich mich sogar sehr. Ja, und dann können wir mal gucken wegen Eierrezepten, ne? Dann fahren wir das Fahrzeug heim, dann gucken wir wegen Eierrezepten. Schafe müsste ich vielleicht mir mal besorgen noch. Ich weiß nur nicht, womit ich die füttern kann. Das ist nicht das, was ich gehört habe. Ist schön. Hast du was anderes gehört? Sehr schön, das freut mich. Da brauchen wir jetzt nicht mehr hin. Und wegen Milch oder sowas gucken. Und wir können jetzt unser neues Fahrzeug abholen. Tralali, tralala. Das ist doch so wunderbar. Das haben wir nämlich irgendwann durch Zufall hier entdeckt. Das war eine Quest. Da, hier, den Holztransporter. Um den da geht es. So. Hier, bitte sehr. Ausgezeichnet. Du kannst den Transporter haben. Und wegen der Kochstunden... So. Köche, Gerichte basierend auf lokalen Rezepten. Sehr schön. Scheint mich sympathisch zu finden, okay? Hallo. Willkommen, gut dich zu sehen. Danke. Irgendwelche neuen Gerüchte? Die ganzen lokalen Investitionen sind seit Jahren ins Stocken geraten. Nicht gut für das Geschäft. Keine Touristen, kein Geld. Ich wünschte, jemand würde etwas dagegen tun. Bin dabei. Möchtest du handeln? Was verkaufst du denn? Gourmet-Rezepte, Honig. Kaufen wir. Was haben wir da noch? Rittersporn. Ringelblumen. Rittersporn können wir auch mal kaufen. Und Kosmea haben wir auch noch nicht. Kaufen wir mal. Und Rittersporn kaufen wir auch mal 50. Sonnenblumen haben wir und Ringelblumen haben wir auch. Essenstechnisch. Ja. Gut. Dann nehmen wir den Transporter gerade hier mit.
Oh, das freut mich, dass wir den jetzt gekriegt haben. Großer Fisch, sprich mit Carsten. Okay. Aber erstmal fahren wir den Transporter heim. Du musst Kräuterkunde beherrschen, um ein perfekter Koch zu sein. Okay, müssen wir mit Lilly nochmal reden. Ist das nicht cool? Ist das nicht cool? Tolles Fahrzeug. Und er fährt schneller als der Schlepper. Deutlich schneller. Und hat sehr viel mehr Platz. Dann fahren wir gerade bei der Lilly noch vorbei. Krass. Ich freue mich so. Da freut mich, das ist echt mega einfach. Wie sieht denn der von innen aus? Oh, hier müssen wir abbiegen, by the way. Ich soll ja bei der Lilly vorbei. Cool. Hinter Gittern. Und das haben wir für 100 Eier, 100 Liter Milch und 100 Äpfel gekriegt. Mega. Einfach mega. So, wo bin ich denn lang gefahren? Ne, hier mussten wir noch nicht abbiegen. Ich bin falsch gefahren. Ups. Neuer Versuch. Das ist so krass. Ich finde das Fahrzeug so. Und es gibt da noch so einen Holzernter, gibt es auch noch, den wir irgendwo holen können. Das ist schön. Kräuterkunde können wir ja eigentlich schon, aber offenbar gibt es da noch mal mehr, was wir lernen müssen oder lernen können. Wir gucken mal. Wenn die Map sagt, wir sollen mit Lilly reden, dann reden wir mit Lilly, ne? Und was heißt die Map, wenn das Spiel das sagt? Müssen wir dich tanken? Nö. Oh, wir haben einen vollgetankt bekommen. Das ist aber mal nett. Krass, einfach krass. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so ein Fahrzeug kriegen können. Hab das auch nur durch die Quest gesehen. Und was ich durch Suchen nach Milchen so gesehen habe, war halt, dass jemand auch noch den Holzernter da stehen hat. Also den werden wir auch noch irgendwann. Nun, wenn ich... Hallo, Lilly. Oh, hallo. Schön, dich zu sehen. Wie ist es dir ergangen? Gut. Nun, ob du es glaubst oder nicht. Ich habe gerade einen schnellen Crash-Kochkurs absolviert. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Ich würde gerne mal etwas von deinen Kochkünsten ausprobieren. Okay. Das wäre fantastisch, klar. Aber... Ja? Nur zu. Ich werde dich nicht beißen. Nun, ich weiß, wie man kocht, aber ich kenne die lokalen Kräuter nicht so gut. Also dachte ich, du könntest mir vielleicht ein paar deiner letzten Geheimnisse verraten. Klar doch. Wie? Einfach so? Einfach so. Schau nicht so geschockt. Du hast mir schon sehr geholfen. Ich werde mich im Gegenzug gerne revanchieren. Danke, okay. Lilly. Das ist so nett von dir. Komm schon. Kein Problem. Also, hör zu. So. Fähigkeit gelernt. Eins mit der Natur. Sammle spezielle Kräuter. So. Hallo Lilly, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Kann ich irgendwas für dich tun? Ich muss los. Tschüss. So, dann haben wir das auch erledigt. Was haben wir hier? Irgendwelche Kräuter vielleicht schon direkt?
Mal das hier ist ja die rechte Maustaste, ist ja die Fähigkeit, die wir jetzt quasi gekriegt haben. Und jetzt können wir uns auch an Pilzrezepte wagen. Weil jetzt haben wir das, was wir haben an Milch und so tralala, das können wir jetzt halt auch verkochen. Das brauche ich jetzt nicht mehr aufbewahren. Weil das haben wir ja eben sammeln müssen, alles. Hier scheint nicht mehr viel zu sein, okay. Okay. So, alter Holztransporter. Wo ist eigentlich hier noch? Sprich mit Carson. Hier ist der andere Holz, das andere Holzding. Da fahren wir direkt hin. Da ist nämlich dieser Holzernter. Dann können wir da vielleicht die Quest auch schon starten. Dass wir den dann auch haben und dann können wir nämlich so richtig durchstarten. Dann lohnt es sich nämlich, dass wir Grundstücke kaufen, dass wir die Holzernte machen. Wenn wir dann die nötigen Fahrzeuge dazu haben. Krass, ich freue mich so. Ein bisschen nach hinten gekippt, aber... mein geschenkt. Oder fast geschenkt quasi. Mega. Einfach mega. Dann können wir nämlich Bretter machen und Holzstämme verkaufen und was wir noch lernen müssen ist dann man weiß nie, wem man trauen kann. Nee, weiß man nie. Was wir noch lernen dann noch lernen müssen ist wie man Dings herstellt. Also wie man Pflänzchen pflanzt, also Bäume pflanzt, so. Dass wir wieder Setzlinge dann, also dass wir quasi wieder aufforsten können. So, das war das Wort, was ich suchte. Da ist er. Der Holzernter. Ups. Da ist der Holzernter. Den habe ich nämlich zufällig gesehen, weil hier der Laden war. Ich glaube, hier gab es auch eine Reparaturquest, ne? Ich weiß es gar nicht. Den brauchen wir nämlich noch. Den da brauchen wir noch. Und den scheinen wir jetzt holen zu kriegen zu können. Hi Hanna. Wir reden später. Gut. Jetzt. Hallo. Oh, hallo. Brauchst du meine irgendwelche neuen Gerüchte? Irgendwelche neuen Gerüchte? Ich habe gehört, James hat ein paar Probleme. Du weißt schon, mit seinen Häusern. Okay. Er ist ein anständiger Kerl, James. Schade, dass er sich in Schwierigkeiten gebracht hat. Meine Dame, lass mich dir sagen, du siehst heute wirklich wunderschön aus. Das Danke. Ist immer so peinlich. Du bist auch nicht so übel. Hallo. Hallo, guter Herr. Das ist ein schöner Holzfäller, den du da hast. Willst du tauschen? Ich bin auf der Suche nach Fahrzeugen, kann aber nicht wirklich viel zahlen. Willst du handeln? Sieh an. Heute ist ein Glückstag, denn meine Zeit als Holzfäller ist schon lange vorbei. Gut. Ach, wirklich? Wie das? Alte Verletzungen, fürchte ich. Früher liebte ich Abenteuer, endete mit einem Pfeil im Knie. Ich stehe jetzt mehr auf Angeln. Mit einigem Fachwissen kann man mit dem Verkauf von frischem Fisch ein anständiges Einkommen erzielen. Mhm. Also, was sagtest du? Der Holzfäller. Richtig. Du suchst nach Arbeit, oder? Richtig. Ich sag dir was. Seit ich aufgehört habe, Bäume zu fällen, sehe ich ihn gerne beim Wachsen zu. Also, was sagst du? Du pflanzt etwas Wald hinter meiner Farm und ich überlasse dir den Holzfäller. Okay. Ich gebe dir auch ein paar Angelstunden. Und ich kenne meine Fische. Abgemacht? Abgemacht. Abgemacht. Also gut. Ich kann die Bäume schon fast wachsen hören.
Hanna scheint dich ein bisschen mehr zu mögen. Okay, Setzlinge zum Einpflanzen. Also kann ich jetzt auch pflanzen. Sehr gut. Dann gucken wir mal, wie das geht. Setzlinge sollte ich hier haben. Erbauer, Koch, Holzfäller 2. Baumstämme entfernen. Angler, eins mit der Natur. Erkenne und sammle spezielle Kräuter. Da haben wir jetzt alles. Sehr gut. Koch haben wir auch alles. Finde Truhen mit einzigartigen Gegenständen. Das fehlt uns noch. Da muss ich nochmal weiter suchen. Fahrzeugteile selbst aufzurüsten. Das müssen wir auch noch lernen. Verputzen und streichen fehlt mir auch noch. Stümpfe entfernen und Bäume pflanzen. Die Fähigkeit fehlt mir noch, ne? Wenn ich das so richtig sehe. Wie kriege ich denn die? Muss ich noch mehr Bäume fällen oder was? Weil Setzlinge habe ich ja jetzt keine gekriegt, ne? Wenn ich das richtig sehe. Das ist das, was... Glaubst du das wirklich? Das ist der Bereich, da sollte ich pflanzen, aber ich habe keine Setzlinge. Offenbar muss ich noch mehr Bäume fällen, wenn ich das richtig sehe. Das ist nicht das, was ich gehört habe. Ja, dann brauchen wir noch ein paar Bäume, die wir fällen, ne? Ja, da freue ich mich auch schon drauf, wenn wir den kriegen. Mega. Gut, wie ich aber sehe, ist die Zeit auch um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann seid doch beim nächsten Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.